Die roten Schuhe. Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Es war ein auffallend schönes Rot. Ein sattes, tiefes Rot, wie von reifer Paprika. Und das Leder war Lackleder. Und es brauchte keinen Spezialisten, um festzustellen, dass sie nagelneu waren. Und vor allem nicht billig. An diese Schuhe erinnere ich mich, als hätte ich sie eben noch in der Hand gehabt. Wie überhaupt mein Gedächtnis alles behalten hat, was mit dem Fall zusammenhing. Dass es genau 17 Meter waren, die der rechte Schuh von der Toten entfernt lag. Und dass er beinahe unserem Suchhund entgangen wäre. Und was für eine Type ich mir unter dem Spitznamen Alfie vorstellte. Und wie überrascht ich dann war, als ich dem Mann gegenüberstand. Leute begegnen mir und ich denke, der sieht aus wie Hartmann und jener wie Tesma. Genauso ein gutes Jungensgesicht. Ich habe nichts vergessen. Das ist nicht sonderbar. Jedem Kriminalisten ergeht es ähnlich, der zum ersten Mal den von einer gewaltsamen Tötung zu bearbeiten hat. Und so fing es an. Hans, hast du noch Zigaretten? Die liegen auf meinem Schreibtisch, guck mal. Ja, ist in Ordnung. Sag mal, Karl, ich soll Kaffee machen. Ja, ist machen Feierabend. Ach, Gott. Oberleutnant Leiser. Leutnant Koch. Mhm. Genosse Oberleutnant, die VUB meldet einen Leichenfund an der Autobahn bei Ottrand. Der Einsatzwagen ist klar. Ja. Danke. Eine halbe Stunde später waren wir an Ort und Stelle, einem von lockerem Buschwerk umgebenen Rastplatz nahe Ortrand. An der Zufahrt hatte sich ein Wachtmeister postiert. Auf einer der Bänke, zusammengesunken, als schliefe er, saß ein älterer Mann. Ist das der Mann? Ja, Papiersammler von der Autobahnmeisterei. Hm. Oberleutnant Leiser, guten Tag. Sie haben die Tote entdeckt. Herr. Bitte bleiben Sie sitzen. Sie haben nichts angerührt, nichts verändert. Wie kam es eigentlich, dass Sie sie entdeckten? Sie liegt 20 Meter vom Rastplatz entfernt im Gebüsch. Ja, das stimmt. Gehört denn das noch zu Ihrem Bereich? Wegen der Flaschen. Wie bitte? Die schmeißen da immer Flaschen hin. Bierpullen. 30 Pfennig Pfand. Ja. Ach so. Bitte gehen Sie rüber zum Wagen. Der Hauptwachtmeister nimmt Ihre Angaben zu Protokoll. Dem Hundeführer sah ich es an, dass er keinen Erfolg gehabt hatte. Dem Hund übrigens auch. Das Tier hockte genauso da wie der alte Mann und guckte genauso betroffen vor sich hin. Auch das habe ich nicht vergessen. Wie es mir plötzlich vorkam, als gehörten der Mann und der Hund zusammen. Und als dächten beide, dass sie das niederschmetternde Erlebnis nie mehr überwinden würden. Er nimmt keine Spur an. Aber der rechte Schuh muss doch irgendwo zu finden sein. Sie ist doch nicht mit einem Schuh rumgelaufen. Oder hat Haras den Schnupfen? Schnupfen? Der findet sogar einen Hosenknopf auf der Müllkippe. Aber wo nichts ist? Na trotzdem. Suchen Sie bitte weiter. Jawohl. Später, als wir wieder und wieder die Tatortfotos unter die Lupe nahmen, den niedergetretenen Zweigen und Gräsern zufolge hatte offenbar ein Handgemenge stattgefunden. Erst da wurde mir bewusst, was mich im Moment so hilflos gemacht hatte. Ja, ich gebe es zu. Am liebsten hätte ich kehrt gemacht und mich verdrückt. Dabei war der Anblick gar nicht so grauenerregend gewesen. Sie lag da in eher gelöster, als verkrampfter Haltung. Klein und mädchenhaft. Das Gesicht verschleiert von langem, dunkelbraunem Haar. Was so schrecklich war und für mich die ganze Katastrophe offenbarte, das war dieser rote Schuh. Eben nur dieser eine. Die Handtasche. Da scheint nichts zu fehlen. Portemonnaie, Schlüssel, Lippenstift, Personalausweis. Sie war noch nicht mal 20. Hier. Danke. Heidi Ristau, Verkäuferin. Aus Berlin. Hm. Was ist denn los? Die haben was gefunden.
Keiner von uns ahnte damals, dass der Hundeführer einen der Schlüssel zur Auffällung des Falles buchstäblich in der Hand hielt. Den zweiten Schuh. Inzwischen verlief die Ermittlung am Tatort routiniert. Der Fotograf war fertig und der Arzt streifte die Gummihandschuhe ab. Tja, ein Notzuchtverbrechen ist zwar nicht auszuschließen, aber von den äußeren Zeichen her, nein. Mal sehen, was die Obduktion erbringt. Wann? Morgen 18 Uhr. Die Todesursache ist ziemlich klar. Kehlkopf eingedrückt, deutliche Druckspuren am Hals und im Nacken. Passiert ist es vor 4, 5 Stunden. Es war ein hübsches Mädchen. Kann der Hund nicht mal die Schnauze halten? Die Kratzspuren sind übrigens ein paar Stunden älter. Was für Kratzspuren? An beiden Waden. Haben Sie nicht gesehen? Am nächsten Tag, gleich nach der Obduktion, fuhr ich nach Berlin. Zur Unterstützung der Sonderkommission Ristau. Telefoniert hatte ich mit einem Hauptmann Mandl, dem Leiter der Kommission, der mich am Ostbahnhof in Empfang nahm. Na also, das hätte geklappt. Sie sind ja nicht zu übersehen. Na, wie war die Fahrt? Angenehm. Auch das Pilsner? Das hatte ich mir eigentlich für jetzt vorgenommen. Frau, sehen Sie mal an, ich auch. Kennen Sie sich in Berlin aus? Na, so halbwegs. 4 Semester Uni. Aber das war vor 69. Da wurde am Fernsehturm noch nicht mal gebuddelt. Hier wär's, bisschen die Beine vertreten und anschließend... Ja, gut. Wohnen werden Sie übrigens in Hohenschönhausen, im Sportlerhotel. Die folgende Woche bin ich fast in allen Stadtvierteln von Berlin herumgefahren. In Hohenschönhausen war ich kein einziges Mal. Das Sportlerhotel habe ich nie gesehen. Immer wenn ich abends los wollte, sagten Mandl oder Noack, der dritte Mann unserer Kommission, meine Frau hat schon die Couch zurechtgemacht. Der erste Morgen in Berlin begann nüchtern wie ein Protokoll. Genosse Leiser, Sie haben die Ermittlung am Tatort geleitet und waren zugegen bei der Obduktion. Würden Sie bitte die wichtigsten Fakten vortragen? Ja, natürlich. Die Personalien sind bekannt. Ja, ja. Übrigens, das Geschäft kenne ich, wo sie gearbeitet hat. Ich habe da einen Tauchsieder gekauft. Sogar möglich, dass sie mich bedient hat. Entschuldigung. Erstens, Tod durch Erwürgen. Anhaltspunkte für Sexualdelikt gibt es ebenso wenig wie für Raub. Die Geldbörse enthielt 180 Mark in Scheinen. Ferner trug die Tote einen 585er gestempelten Münzring. Zur Bekleidung, dunkelgrünes Polyesterkostüm, rote Lackleder-Importschuhe, dreiviertel langer rehbrauner Wildledermantel. Auf die Schuhe komme ich noch einmal zurück. Zweitens... Moment mal. Die Verkäuferin Heidi Ristau hatte also an Geld und Wertsachen alles in allem... Sind 1.500 Mark zu hoch? Aber gut und gerne. 2.000 würde ich sagen. Bitte, Genosse Leiser. Zweitens, beide Unterschenkel wiesen Kratzspuren auf, wie von Dornen oder Stacheldraht. Diese Spuren waren um 2-3 Stunden älter als die Würgeverletzungen. Aber die Strumpfhose, mit der die Tote bekleidet war, zeigte weder Spuren von Wundsekret noch von Schweiß. Drittens, der rechte Schuh der Toten wurde 17 Meter entfernt vom Tatort aufgefunden. Was? Nach Angaben des Hundeführers sind Tatort und Fundort durch keinerlei Spuren verbunden. Das verstehe ich nicht. Ist der Schuh da hingeschwebt oder hingeworfen? Ja, ja, hingeworfen. Aha. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Der Tatort weist Spuren eines Handgemenges auf. Die Obduktion hat die bisherigen Ermittlungen bestätigt. Tatmotiv und Täter bisher ohne Resultat. Danke. Ja, ich möchte abschließend eine Überlegung von Leutnant Koch vortragen, mit dem zusammen ich die Ermittlungen geführt habe. Koch meint, die Strumpfhose könnte in der Autobahnraststätte Freienhufen gekauft worden sein. Der Tatort liegt 8 Kilometer hinter Freienhufen, Richtung Dresden. Ich schlage vor, dort zu eruieren. So kam es, dass ich, kaum in Berlin angelangt, wieder zurück Richtung Dresden fuhr. Kurz vor 12 war ich in Freienhufen. Gestern? Gestern Vormittag, vermutlich vor 10 Uhr. Ein paar Strumpfhosen, Größe 76. Hallo Fräulein, bedienen Sie hier? Ja, Momentchen, ich komme gleich. Ich weiß, dass ich fast Unmögliches von Ihnen verlange. Bei dem Betrieb hier. Och, ne, Strumpfhosen, die gehen ja nicht weg wie Kekse. Also, wenn es hochkommt, da habe ich gestern 2 Paar verkauft. Und?
Das Fräulein hier? Nein. Ich was Falsches sage. Bitte sehen Sie sich das Foto genau an. Moment mal. Tja, also da war so eine Dicke. Ja, und ein Fernfahrer. Mhm. Nee, der Dicken gefiel die Farbe nicht. Die hat nicht gekauft. Jetzt sind hier nicht weiter. Ja, einen kleinen Augenblick noch. Ab wann haben Sie früh geöffnet? Ab 8. Der übrige Service natürlich durchgehend. Sie würden also sagen, während Ihrer Schicht hat diese junge Frau keine Strumpfhosen gekauft? Nein, nein, die war nicht da. Hat die was ausgefressen? Ich war schon im Begriff zu gehen, als mich die Aussage eine Dicke und ein Fernfahrer zurückhielt. Fernfahrer. Ein Fernfahrer hatte also gestern ein paar Strumpfhosen gekauft. Gestern am Tatort war das Wort Anhalterin gefallen. Koch hatte gemeint, die Ristau sei wahrscheinlich als Anhalterin mitgenommen worden. Auf dem Rastplatz sollte das Fahrgeld in Naturalien entrichtet werden, und dabei sei es zur Katastrophe gekommen. Ich hatte nur mit halbem Ohr hingehört. Kochs Fantasie hat ihm schon ein paar Mal übel mitgespielt. Jetzt aber dachte ich, wieso nicht? Entschuldigen Sie, Sie sagten, ein Fernfahrer habe gestern ein paar Strumpfhosen gekauft. Wussten Sie, sind ja schon wieder da. Ja. Woher wussten Sie, dass er Fernfahrer war? Ach Gott, na hören Sie mal. 10 Jahre Raststätte. Außerdem hatte der Kronen in der Brieftasche, der vorüber in den GSSR. Ich ließ mich sofort mit der Grenzkontrolle Zinnwald verbinden und erfuhr, dass gestern 22 Fernlastzüge die Grenze zur GSSR passiert hatten. Jedoch in der fraglichen Zeit nur 3. Ein Volvo-Kühlzug nach Budapest, ein 10-Tonner nach Sofia und kurz nach 12 ein Skoda-Sattelschlepper nach Brno. Stammbetrieb der VEB Autotrans Berlin. Hallo, Genosse Hauptmann. Ja, hier spricht Hauptmann Mandl. Oberleutnant Leiser. Genosse Hauptmann. Ja, was geht's? In Zinnwald wird heute Abend ein Sattelschlepper erwartet, den ich mir gern näher ansehen möchte. Aha. Ein-Mann-Besatzung. Der Beifahrer ist kurz vor Antritt der Tour krank geworden. Der Fahrer Bruno Köster hat wahrscheinlich gestern Vormittag in Freienhufen ein paar Strumpfhosen gekauft. Gut, da haben Sie ja mehr vorzuweisen als wir. Ich fahre dann rauf nach Zinnwald. Aber klar. Sonst noch was? Nein. Na dann viel Erfolg. Ende. Wie spät? 21.05 Uhr. Hm. Meine Uhr steht. Die verträgt offenbar die Höhenluft nicht. Wie hoch liegt Zinnwald? 900. Ah ja. Wir warteten geschlagene 2 Stunden. Der Wind pfiff, es war kalt. Und die Laune meines Begleiters wurde zunehmend schlechter. Endlich löste sich drüben vom Schlagbaum ein Skoda-Lastzug mit Berliner Kennzeichen. Auf den Parkplatz einweisen! Was ist denn? Volkspolizei, Oberleutnant Leiser. Eine Kontrolle, bitte die Wagenpapiere. Danke. Wo kommen Sie her? Aus Brno. Dauert's länger? Das Fahrerhaus wird kontrolliert. Bitte steigen Sie aus. Aussteigen? Nun macht mal halblang. Was sollen denn die Späßchen? Ich bin ja eben durch die Kontrolle. Herr Köster, steigen Sie aus. Wann haben Sie gestern die Grenze in Richtung GSSR passiert? Mittag. Sie, der Jungfreund dreht ja alles um. Was sucht denn der? Sind Sie die ganze Strecke ab Berlin allein gefahren? Na klar. Keine Anhalter mitgenommen? Ist verboten. Haben Sie gestern bis zur Grenze irgendwo gerastet? Gestern? Ja, sind Sie durchgefahren? Freienhofen, eine Tasse Kaffee, was soll denn das alles? Also Sie meinen die Raststätte Freienhofen. Haben Sie dort etwas gekauft? Zigaretten. Sonst nichts? Ich bin aus Oberland, hier. Wo haben Sie die gefunden? Unter der Liegebank. Herr Köster, wie kommt denn diese zerrissene Strumpfhose unter die Liegebank Ihrer Fahrerkabine? Wissig. Haben Sie deshalb in Freienhufen eine neue gekauft? Die Verkäuferin erinnert sich, dass gestern Vormittag ein einziges Paar Strumpfhosen verkauft wurde. Und zwar an einen Fernfahrer mit GSSR-Kronen in der Brieftasche. Und Herr Köster? Mein Gott, ja. Mit den Zerrissenen wollte sie nicht in der Raststätte mitkommen. Da habe ich... Ja, ich habe ihr ein paar gekauft. Ja, wem denn? Ein junges Mädchen. Anhalterin? Wo ist sie zugestiegen?
In Großkörres. Sie stand an der Auffahrt, Beine zerschrammt, ich sah... Nanu! Herr Köster, ich muss Sie vorläufig festnehmen. Sie sind verdächtig, die 19 Jahre alte Heidi Ristau getötet zu haben. Folgen Sie mir zur Dienststelle. In meinem Beruf erlebt man die vielleicht besten schauspielerischen Leistungen. Verblüffung, Empörung, Naivität, Schreck. So gut kriegt das kaum einer im Film hin. Aber damals war der Verblüffte nicht Köster, sondern ich. Kösters ganzes Interesse galt nämlich seinem Lastzug und wie der nun nach Berlin käme. Die schwere Anschuldigung ließ ihn völlig kalt. Nach einer Stunde brach ich die Vernehmung ab und veranlasste, dass Köster Donnerstag früh nach Berlin überstellt wurde. Das ist eigentlich mein Platz. Oh. Macht aber nicht, ich hol mir einen Stuhl. Na? Haben Sie Ihren Fernfahrer aus dem Verkehr gezogen? Ich bin an die Wirtin ran. Ja. Möbliertes Zimmer 0815. Ja, sie wollte zu ihrer Schwester nach Thiendorf. Die Wirtin? Nein, die Ristau natürlich. Kaffee? Ja, gern. Aber bloß mag ich raus wieder. Nach Thiendorf wollte sie? Ja. Stand auf dem Zettel, den sie am Montagabend für ihren Freund hinterlassen hat. Ein Kältemechaniker. Thiendorf liegt an der Autobahn. Und die Arbeitsstelle der Ristau? Hier mein Bericht. Ja. Ich hole Wasser, ja? Danke. Der Bericht entsprach haargenau dem Mann. Knapp, klar und lebendig. Wichtiges Rot unterstrichen. Das war einmal der Umstand, dass trotz Inventur der Verkaufsstelle die Ristau 2 Tage Urlaub bekommen hatte. Und dass der Verkaufsstellenleiter Hartmann beiläufig bemerkte, nun hängt die Rechnerei wieder an mir. Alle 3 Angestellten waren gleichermaßen erschüttert gewesen, als sie vom Tod ihrer Kollegin erfuhren. Noack hatte die Personalien aufgeführt. Ernst Hartmann, 45, Sibylle Bach, 22, Erna Jendrusch, 40. Eben ist mir eingefallen, der Tauchsieder hier, der stammt aus dieser Verkaufsstelle. Naja, wenigstens eine Entdeckung. Mhm. Den Kaffee stramm oder mehr für die Gesundheit? Mit 2 Löffel. Aha, also das Letzte. Ui, Junge, Junge. Ja, das rasante Berlin. Ich habe Verwandte in der Provinz, die staunen da auch immer. Der Bericht ist ein bisschen dürftig, aber in der Verfassung, in der die 3 waren, verständlich, ne? Mhm. Wo war die Ristau eigentlich in der Nacht zum Dienstag? In der Nacht? Wieso? In Ihrem Bericht steht, sie hätte am Montagabend eine Nachricht für ihren Freund hinterlassen, dass sie nach Thiendorf sei. Richtig. Und ist Montagabend aus der Wohnung. Lautwirtin, ja. Der Fernfahrer gibt an, er hätte sie Dienstagmorgen gegen 8:30 von der Autobahnauffahrt Großkörres mitgenommen. Wenn das stimmt, dann ergeben sich 2 Fragen. Wo ist die Ristau in der Nacht gewesen und wie kam sie nach Großkörres? Zweifeln Sie, ob es stimmt? Morgen. Morgen das Hauptmann. Neuigkeiten? Vielleicht nach 11. Nach der Vernehmung Kösters. Köster. Manchmal, wenn ich einen Skoda-Sattelschlepper sehe, geht mein Blick wie instinktiv zum Fahrerhaus. Aber ihn und seinen Skoda habe ich seither nie mehr gesehen. Eigenartig. Bis zu dem Moment, als ich Köster festnehmen musste, reimte sich mir alles halbwegs zusammen. Ich wartete in Zinnwald auf den Täter. Dann aber, als die Indizien das zu bestätigen schienen, verkehrte sich meine Überzeugung in das ganze Gegenteil. Was ihm widerfuhr, war notwendig gewesen, entsprach den klaren gesetzlichen Vorschriften. Und trotzdem hatte ich so etwas wie schlechtes Gewissen. Damit fertig zu werden, das ist nicht einfach. Bei seiner Entlassung aus der U-Haft... Aber darauf komme ich noch zu sprechen. Die 2. Vernehmung brachte nichts Neues. Köster wiederholte, dass er das Mädchen gegen 8.30 Uhr von der Auffahrt Großkörres mitgenommen habe und dass ihre Strümpfe zerrissen gewesen seien. In Freienhufen hatte er sie zu einem Kaffee eingeladen, aber mit den zerrissenen Strümpfen wollte sie nicht in die Gaststätte. Sie habe Köster Geld gegeben für eine Strumpfhose, wartete im Wagen, zog sich um, während Köster vorausging. Dann seien ungefähr 10 Minuten vergangen, die Ristau kam nicht. Der Fahrer ging zum Wagen, da sei sie verschwunden gewesen. In welcher Reihenfolge wir auch fragten, Köster blieb bei dieser Darstellung. Die Frage, ob er sich ihr genähert habe, wies er empört zurück. Hm. Klingt alles plausibel. Tja. Ich rede nachher mit dem Staatsanwalt. Köster soll keine Minute länger einsitzen, als es die Ermittlung erfordert. Hm. Also Dampf aufmachen. An diesen Freund ran, diesen Kältemechaniker. Tesma. Tja. Wo arbeitet er? Weißen Sie. Bestellen Sie bitte den Wagen. Jawohl, Jonas Hartmann. Und heute Abend sehen wir uns mal in dieser Diskothek um. Tesma war zunächst Fehlanzeige.
Er war zum Stammbetrieb nach Arnstadt gefahren und wurde erst am nächsten Morgen zurückerwartet. Dafür gab es abends im Sternchen ein paar interessante Neuigkeiten. Die Diskothek betraten wir gegen 21 Uhr. Noack fiel sofort auf. Seine Judo-Bürstenfrisur stand im krassen Gegensatz zu den vorherrschenden langen Mähnen. Gibt's da keine Bedienung? Vielleicht die kleine Schwarze da. Fräulein! Komme! Ist das ein Krach? Wieso? Gehen Sie nicht auf Beat? Na, Sie? Oh, hin und wieder. Die Ristau soll hier im Schnitt 3-mal gewesen sein, sagt Ihre Arbeitskollegin. Im Monat? In der Woche. Mann, wie hat die das bloß ausgehalten? Tja, mit Ihrem 35 sind Sie ja auch schon lange ein Opa. Daran wird's wohl liegen. Was wird denn nun? Fräulein, 2 Bier. Ah, ich kann ja nicht hexen. Wir möchten den Clubleiter sprechen. Ja, Sie kriegen ja Ihr Bier. Wir möchten ihn trotzdem sprechen. Die Tür da. Hallo Fans, und nun eine ganz andere Scheibe. Was für die Anspruchsvollen unter euch. Die Modern Soul Band mit Soul Plexus. Der Clubleiter bestand darauf, dass wir ihn mit Wolfgang anredeten. Über den Fall war er bereits im Bilde. Sibylle Bach, die Kollegin der Heidi Ristau, war hier gewesen und hatte die traurige Sensation mitgeteilt. Wenn Sie wollen, ich fädle mal einen Titel ein, hier auf dem Rekorder. Dann hören Sie Ihre Stimme. Ihr Stimmchen. Wieso trat sie hier auf? Ach wo, aber sie wollte. Wir haben die Aufnahme ein paar Mal laufen lassen, mehr ihretwegen. Alfie hat ihr eingeredet, sie soll Englisch singen, da käme ihr Timbre voll raus. Wer ist denn Alfie? Alfie? Eines Tages ist er hier aufgekreuzt, Ende 40, vielleicht auch älter, eine Nummer zu elegant für unsere Hütte, aber immer korrekt. Im anderen Fall hätte ich ihn auch rausgefeuert, das können Sie mir glauben. Die 2 Pilz hierher? Ah. Ja, bitte, entschuldigen Sie. Zigaretten und eine Pulle Shampoo. Augenblick mal, soll ich auflegen? Er legte auf. Vom Band und durch den kleinen Lautsprecher noch dünner, farbloser, tönte ein bekanntes Lied und eine Mädchenstimme. Long time passing, where have all the flowers gone, long time ago. Augenblicke, die ich auch heute noch auf keinen Nenner bringen kann. Ich dachte alles Mögliche. Wie lächerlich der Traum von einer Karriere war bei dieser Stimme. Und wie absurd sie darin bestärkt zu haben. Plötzlich fiel mir die teure Bekleidung der Ristau ein und die Beschreibung jedes Alfie. Ich dachte an Köster und seine 2. Haftnacht und die Stimme des Mädchens schien mir ehrgeizig und gar nicht anrührend, so als habe sie keinerlei Spaß beim Singen empfunden. Aber vielleicht mische ich in meiner Erinnerung Dinge hinein, die erst später von Bedeutung waren. Das ist schon möglich. Jedenfalls weiß ich noch, sehr zu Herzen ging mir der Gesang nicht. Das muss ich sagen. Wie sahen eigentlich Ihre familiären Verhältnisse aus? Wie? Ihre Eltern. Geschieden. Mutter das 3. Mal verheiratet. Ersatzmutter war offenbar die Wirtin. Das Band hier sollte am besten verschwinden, ne? Ja. Sagen Sie, dieser Alfie, ist der heute hier? Ich hab schon gesehen, ne? Er kam auch nicht regelmäßig. Wie stand er denn zu Heidi Ristau? Ich glaube nicht, dass er mit Heidi... Das meinen Sie doch. Interessierte er sich nur für Sie oder auch für andere Mädels? Oh, normal sitzen 2, 3 Paare an seinem Tisch. Es ist immer Stimmung, er spendiert Wein. Alfie ist der Spitzname. Und sein richtiger Name? Ja, keine Ahnung. Hier geht's ja nicht per Herr oder Fräulein zu. Die Stammgäste heißen Babs oder Manne oder eben Alfie. Und sein Beruf? Tja, zu mir hat er mal gesagt, Sie brauchen eine Brille und keine Kopfschmerztabletten. Gehen Sie mal zum Optiker. Vielleicht Arzt. Oder Tierarzt. Ich hörte zufällig, wie er von Schildkröten sprach, wie viele Rassen, wie sie leben und so. Kann natürlich auch sein Hobby sein, nicht? Ja, und wann war er das letzte Mal hier?
Moment, ich glaube, letzten Sonntag? Ja, ja, Sonntag. Ja. Heidi war allein gekommen. Kam sie denn sonst in Begleitung? Ja, sonntags kam Tess mal mit, ihr Freund. Der macht sich nicht viel aus Tanzen, ist in irgendeiner BSG Fußballer und letzten Sonntag hatte er Auswärtsspiel. Heidi saß an Alfies Tisch und zwei Pärchen. Also drei Paare. Nee, nicht in dem Sinne. Und dieser Alfie und Tesma, die kannten sich? Ja. Und? Ging das glatt? Ich könnte mir vorstellen, wenn meine Freundin ein paar Mal in der Woche tanzen geht und da sitzt immer so ein älterer Herr am Tisch. Ich glaube, Tesma hat sich da nicht viel draus gemacht. Oder so rum. Heidi kriegt es eben hin, dass er sich nicht viel daraus macht. Ne? Tesma ist ein Milchmensch. Entschuldigung, du da am Eingang, ist eine Wirkung durch. Sag mal, kennst du Alfies richtigen Namen? Nö. Und das letzte Mal hier gewesen ist er am Sonntag, dass ich nichts Falsches sage. Ja. Ja. Aber da war er ziemlich sauer, weil er einen Strafzettel hatte. Was für ein Strafzettel? Na, die Straße hat neuerdings Parkverbot und ich sag zu Alfie, wo steht denn hier Wagen? Und der raus, aber unterm Scheibenwischer steckte schon der Zettel. Hat der sich gehabt, als wäre ihm der Lack zerschrammt. Unbekannter Genosse von der Streife. Dank dir war das Geheimnis um Alfie bereits am nächsten Morgen gelüftet. So war klar, wem wir auf dem Rückweg von Weißensee nach der Befragung des Kältemechanikers Gerhard Tesma einen Besuch abstatten würden. Als Mandl und ich losfuhren, Noack war unterwegs, um die Hinterlassenschaft der Ristau zu asservieren, stand für uns beide fest, dass an diesem Vormittag endlich Licht in die Mordsache Ristau kommen würde. Jetzt hatten wir zwei Namen, zwei Männer. Tesma und diesen Optiker Alfred Schütze, diesen Alfie, den sich meine Fantasie als Lebegreis zurechtbaute mit weißem Polski Fiat und Siegelring geschmückten Händen, die da einen Nacken und dort ein Knie tätschelten und der jungen, unerfahrenen Dingern das Blaue vom Himmel herunter versprach und Genuss davon hatte, wenn man ihm glaubte. Zwei Namen also. Der Kraftfahrer Köster schied für mich aus. Dass ein anderer Dritter interessant werden sollte, wussten wir um diese Zeit noch nicht. Obwohl sein Name bereits gefallen war. Hartmann, der Chef der Heidi Ristau. In Weißensee standen wir einem 25-jährigen Mann gegenüber, der mich an einen Schauspieler im Fernsehen erinnerte. Aber, wie der heißt, er spielt immer sympathische Rollen. Seit wann wissen Sie es, Herr Tesma? Herr Tesma! Dienstag. Von wem? Von Frau Schulz, von ihrer Wirtin. Herr Tesma, wir verstehen, dass ein solcher Fall die Nahestehenden sehr schockiert. Sie standen ihr doch nahe. Wie lange kannten Sie Fräulein Ristau? Anderthalb Jahre. Hatten Sie beide Pläne für die Zukunft, oder war es nur mehr ein lockeres Verhältnis? Und heiraten dachten wir schon. Aber noch nicht heute und morgen. Und bis zuletzt war das Verhältnis gut und ungetrübt? Doch. Es war ungetrübt? Ja. Herr Tesma, im Interesse der Aufklärung muss ich Sie bitten, nichts zu verschweigen. Ich weiß noch, wie ich plötzlich eine ganz klare Vorstellung davon hatte, was die beiden aneinander zog und was sie vermutlich lange, vielleicht ein ganzes Leben lang zusammengehalten hätte. Das waren ihre grundverschiedenen, aber sich bestimmt harmonisch ergänzenden Temperamente, da die Lebenslust, der Lebenshunger mit all seinen Ungereimtheiten und Quirligkeiten und dort die ruhige, gelassene, fast schwerfällige Art, sicheren Kurs zu halten und vorwärts zu kommen, ohne großes Aufheben. Was mir an Tesma nicht gefiel, war sein allzu häufiges Achselzucken auf Fragen, deren Beantwortung ihm doch gar nicht schwerfallen durfte. Zum Beispiel nach Alfie, als ginge ihn der nichts an. Oder nach der wertvollen Konfektion der Heidi Ristau. Herr Tesma, Ihre Freundin trug einen echt goldenen Münzring. War das ein Geschenk oder hat sie den gekauft? Den hat sie wohl gekauft. Wie sahen denn Ihre Geschenke aus? Meine? Mal eine Bonbonniere. Weihnachten der Schirm. Ja. Hm. Sie haben Heidi Ristau am Sonnabend das letzte Mal gesehen, waren mit ihr Montagabend verabredet, aber als Sie sie am Montagabend abholen wollten, war sie nicht da.
Die Wirtin gab ihnen den Zettel mit der Nachricht, dass Heidi Rister zu ihrer Schwester nach Thiendorf gefahren sei. Die Schwester hatte sie wohl dringend um ihren Besuch gebeten. Da stimmt es mit der Ehe nicht. Ja, wir kennen den Brief. Bis Montagabend ist soweit auch alles klar. Gegen 19 Uhr verlässt sie die Wohnung. Aber wo war sie in der folgenden Nacht? War sie bei Ihnen? Nein. Wissen Sie, wo sie gewesen sein könnte? Nein. Oder wie sie nach Großkörres gekommen ist? Sie fahren doch einen Kundendienstwagen. Haben Sie Ihre Freundin Dienstag früh nach Großkörres gebracht? Nein. Wo waren Sie Dienstag früh? Ich? Einsatz in Pankow, Kaufhalle Berliner Straße, eine Kühlvitrine in der Fleischabteilung. Von wann bis wann? Von 7 bis gegen 9. Und danach? Gebaut. Was gebaut? Am Wagen der Verteiler. In der Nähe vom Rathaus Pankow saß ich fest. Ja, einen neuen Verteiler geholt, eingebaut. Ja. Na gut, Herr Tesma. Genosse Leise, haben Sie noch Fragen? Nein. Der Junge weiß mehr, als er sagt. Alibi überprüfen. Jawohl. Dir kommt es vor, als schirmt er die Rister gegen irgendetwas ab. Nicht nur sie. Doberlugstraße 9. Optikgeschütze. Jawohl, Genosse Hauptmann. Guten Tag. Volkspolizei. Hauptmann Mandl, Oberleutnant Leiser. Herr Schütze? Ja. Ich glaube zu wissen, weshalb Sie kommen. Wortlos ging er zur Ladentür und schloss ab. Ladentür? Nein. Eher die Tür eines repräsentativen Herrenzimmers. Sitzecke mit schweren Ledermöbeln, die auf einem dicken Teppich standen, Nussbaumtäfelung, Ölbilder. In einer Glasvitrine lagen eigenwillig geformte Brillengestelle, offenbar Spezialanfertigungen. Neben einigen ein Vermerk, echt Schildpatt. Daher also die Kenntnisse über Schildkröten. Alles roch nach Goldgrube. Sie ist entsetzlich. Sie tut mir so leid, so ein nettes, frisches Mädel. Wann haben Sie es erfahren? Am Mittwoch. Ein Zufall. Die Ampel stand auf Rot, da klopfte es an die Scheibe. Es war diese Sibylle Bach, die Arbeitskollegin von ihr. Sie war ganz aufgeregt. Straße ab, um zu parken. Sie kam angerannt. Ich habe den Wagen stehen lassen bis zum Abend. Ich konnte einfach nicht weiterfahren. Ich kam nicht zurecht. Dieser unauffällige, kaum 1,70 Meter große, melancholisch wirkende Mann? Das sollte Alfie sein? Nichts von einem Lebemann, von einem glatten, cleveren Geschäftsmann, für den nach Ladenschluss das süße Leben beginnt. Was hatte den ins Sternchen gezogen? Zu Beatmusik von 100 Pfund Lautstärke. Er musste wohl erraten haben, was ich dachte. Eigentlich war unsere Tochter daran schuld. Mit Klassenkameraden ging sie manchmal ins Sternchen. Ich habe sie ein paar Mal mit dem Wagen abgeholt. Verstehe ich richtig, Ihre Tochter und Heidi Rister kannten sich? Nein, nein. Gundel ist inzwischen verheiratet, ich bin Großvater. Nein, da liegen Jahre dazwischen. Vor ein paar Monaten kam ich zufällig am Sternchen vorbei und dachte, sie ist mal rein. Der Club war renoviert worden, neue Besatzung, andere Gesichter, aber eigentlich dieselben. Sympathische junge Leute. Ein Mädchen sang ein kleines Lied. Das war Heidi Rister? Ja. Sie war ungefähr so alt wie Gundel damals. 3-4 Jahre waren plötzlich vergessen, einfach nicht gewesen. Ich sagte zu ihr, das war sehr hübsch. Da strahlte sie und so fing es an. Was, Herr Schütze? Was fing an? Nicht, was Sie denken. Unser Verhältnis war rein freundschaftlich. Außerdem war sie ja bei Herrn Tesma in festen Händen. Ich mochte sie einfach und ich war überzeugt davon, dass sie eines Tages bekannt würde. Sie hatte eine wirklich hübsche Stimme. Hatte, muss man ja wohl sagen. Haben Sie ihr Geschenke gemacht? Nein. Und zwar ganz bewusst nicht. Das hätte eine Grenze überschritten, Sie verstehen. Allerdings für den Fall, dass sie ernsthaft an die Ausbildung ihrer Stimme gedacht hätte, hätte ich sie unterstützt. Haben Sie ihr das gesagt? Ja, natürlich. Und? Sie wollte noch ein Jahr in ihrer Verkaufsstelle bleiben, weil sie da dringend gebraucht würde, wie sie mir sagte. Sie hatte wohl die Buchführung unter sich. Ja, was soll ich Ihnen noch sagen? Die Freude an meinem Beruf ist das eine. Aber das ist nicht alles.
Ich verdiene sehr gut, ich kann mir manches leisten, wonach jungen Menschen der Sinn steht. Auto, Motorboot, zweites Grundstück, Seegrundstück. Das macht mir eben Freude, junge Leute daran teilnehmen zu lassen. Ich lade sie ein und kutsche sie raus. Mondscheinfahrt auf dem Teufelzer See. Meine Frau hat Rheuma, die meidet das Wasser wie Gift. Und allein? Teupitzer See? Eine halbe Stunde Autobahn. Welche Ausfahrt? Großköris. Wieso? Obwohl ich mir einbilde, nicht merkbar reagiert zu haben, war ihm wohl plötzlich die Ablieferung eines Stichworts bewusst geworden. Sekundenlang huschte sein Blick zwischen uns beiden hin und her, und ich dachte, was kommt jetzt? Wird er ablenken? Ja. Ja, sie war bei mir. Wenn ich das alles gewusst hätte, wirklich, meine Herren... Fräulein Ristau war also in der Nacht vom Montag zum Dienstag in Ihrem Teupitzer Grundstück? Ja. So. Und warum haben Sie das bis jetzt verschwiegen? Ich könnte Ihnen antworten, weil Sie mich nicht danach gefragt haben. Aber verstehen Sie doch. Ich behaupte, ich hatte nichts mit ihr und dann... Außerdem hört sich das alles nicht sehr glaubhaft an. Am Montag besuchte mich ein Kunde von der Konzert- und Gastspieldirektion. Ich brachte die Rede auf Fräulein Ristau und lud ihn für den Abend nach Teupitz ein, um sie ihm vorzustellen. Gegen 8 wollte er da sein. Daraufhin rief ich Fräulein Ristau im Geschäft an. Sie zögerte, sie wollte Montagabend nach Thiendorf zu ihrer Schwester. Aber dann meinte sie, das kommt Dienstag auch noch zu. Ja, wo haben Sie sich am Montag getroffen? Baumschulenweg. Erinnern Sie sich, was sie für Schuhe getragen hat? Schuhe? Ich glaube, leichte weiße. Keine roten? Ach, die. Die hat sie unterwegs aus der Reisetasche geholt und angezogen. Morgens erst gekauft, sie fürchtete, dass sie drücken. Und weiter? Gegen 7:30 waren wir in Teupitz. Es wurde 8, 9, aber der Herr kam nicht. Er ist überhaupt nicht gekommen. Mir war die Sache sehr peinlich, Fräulein Ristau hielt alles für einen Trick. Kann ich mir vorstellen. Gegen 11 bot ich ihr an, sie nach Thiendorf zu fahren. Aber sie war verärgert und müde. Gut, habe ich gesagt, dann morgen früh. Aber vorher muss ich in die Stadt das Geschäft öffnen. Wie viele Angestellte beschäftigen Sie? Nur Herrn Liebig. Mein Jahrgang 1912. Seit gestern ist er krank. Fräulein Ristau schlief im Gästezimmer. Sie kannte sich mit den Verhältnissen aus. Sie war ja nicht das erste Mal in Teupitz. Ich bin kurz nach 7 weggefahren und war 9:30 wieder im Grundstück. Und? Fräulein Ristau war verschwunden. Ohne eine Zeile zu hinterlassen? Nichts. Ich habe gesucht. Sie muss sehr in Eile gewesen sein. Der Schrank offen, die Schuhe liegen lassen. Die Weißen? Ja. Die Weißen. Auf dem Rückweg ließ Genosse Mandl unvermittelt halten und stieg aus. Da wir vor einer Lebensmittel-HO hielten, nahm ich an, er wollte irgendetwas einkaufen. Aber er begab sich rasch in Richtung der eben passierten Kreuzung und betrat eine Telefonzelle. Die Einrichtung schien zu funktionieren. Er kam sehr schnell zurück. Wir fahren zu Köster. Ich bitte Sie nochmals um Verständnis, Herr Köster, aber der Tatverdacht war begründet. Ja, schon gut. Wir informieren selbstverständlich Ihren Betrieb. Ja, ja. Was ist denn mit der Uhr? Wieso? Er geht nicht. Vielleicht ist sie nicht aufgezogen. Das ist eine Automatik. Die Uhr ist im Eimer. Herr Köster, eine Automatik braucht Bewegung. Die Gangreserve wird verbraucht gewesen sein. Das ist alles. Die lasse ich prüfen. Da sehen Sie, sie geht. Trotzdem. Und waren das nicht 42 Kronen, die Sie mir abgenommen haben? 32. Hier, der Beleg. 32 GSSR-Kronen. Und Ihre Unterschrift. Aber er sah gar nicht hin. Murmelte etwas, was man zur Not als Gruß deuten konnte, und verschwand. Wie gesagt, ich habe ihn seither nie mehr gesehen. Na kommen Sie, Genosse Leiser, gleich 12. Machen wir Mittag. Eine Frage. Kösters Entlassung kam für mich ein bisschen plötzlich. Ich bin da nicht ganz im Bilde. Wieso, haben wir uns darüber nicht im Wagen unterhalten? Nein. Und ich habe auch nicht laut vor mich hingedacht? Ah ja, das kann sein. Da lag's an mir. Mhm. Ich habe die Aussage von Schütze hin und her gedreht. Köster und Schütze kommen als Täter nicht in Frage. Wieso? Erinnert er sich nicht? Freienhofen, Köster sitzt in der Raststätte und wartet. Aber die Ristau ist verschwunden.
Etwa um dieselbe Zeit kehrt der Optiker auf seine Teupitzer Datsche zurück, um die Rista verarbeitungsgemäß nach Tiendorf zu bringen. Sie ist verschwunden. Das stimmt, ja. Das könnte bedeuten? Noch kann das alles Mögliche bedeuten. Kommen Sie leiser, ich habe Hunger. In der Kantine winkte uns jemand an den Tisch. Es war Noack. Ihm war deutlich anzusehen, wie sehr er auf unsere Resultate gespannt war und dass er selber mit Neuigkeiten aufwarten konnte. Mandel berichtete. Also auf gut Deutsch, Geschichten über Mondscheinfahrten und Mäzene, aber praktisch noch keinen Schritt weiter. Und Sie? No, auch nicht. Die Wirtin hat mich mit dünnem Kaffee traktiert und unentwegt geheult. Die Heidi war ja so lieb und so hilfsbereit. Die brachte es doch zum Beispiel nicht übers Herz, von der alten Frau für einen Brotröster den vollen Ladenpreis zu verlangen, nämlich 38 Mark. Sie hat nur 20 genommen. Ach ja. Ja, 20 Mark und nagelneu. Ja, wer weiß. Klar, das kann schon mal vorkommen und wer freut sich nicht darüber. Der Schwager von der Wirtin wird sich auch gefreut haben, dass er für den Elektrorasierer ebenfalls bloß die Hälfte zu blechen braucht. Ja, nein, da ist nur Karten auf dem Tisch. Das waren sie schon. Aber was ich fragen wollte, das Apfelmuster schmeckt ja irgendwie nach Blech. Ich bin ja nicht auf dem Laufenden. Der volkseigene Handel, der füttert wohl seine Leute tüchtig mit Prämien. Wieso? Weil mir die Wirtin sagte, Heidi Ristau hätte im Schnitt jeden Monat eine kassiert. Kann denn das stimmen? Genosse Leiser, Sie müssten mal dabei sein, wenn der Vortag hat beim Leiter K. Er hat ihn schon ein paar Mal deswegen zusammengestaucht. Noack hatte mal eine Pinkelbude zu observieren. Na, ich kann Ihnen sagen. Hatte ich schon erwähnt, dass ich ein paar Mal bei Noack übernachtet habe. 3 Kinder und 2,5 Zimmer, Hans-Loch-Viertel. Aber ich schlief nicht etwa in der Badewanne. Ich weiß bis heute noch nicht, wie die 5 Noacks kampiert haben. Ich jedenfalls schlief auf der Doppelbettcouch im Wohnzimmer. Kurz nach 8 verzogen Noack und ich uns auf den Balkon. Im Hintergrund rumort es ein paar Minuten. Danach sagte Frau Noack, so, ihr könnt wieder rein. Dann fehlten im Zimmer 2 von den 4 Sesseln. Ja, aber ich schweife ab. Sofort nach dem Essen brachen wir zu dritt auf nach Lichtenberg. Hartmann, der Verkaufsstellenleiter, war zu Tisch. Na, wie ist denn die Inventur ausgefallen? Alles in Ordnung. Aha, fein. Wird bei Ihnen viel gestohlen? Über die Verluste werden ja Protokolle geschrieben. Haben die Diebstähle zugenommen? Das weiß ich nicht so genau. Da fragen Sie am besten Herrn Hartmann. Wie standen Sie eigentlich zu Fräulein Ristau? Aber das habe ich doch alles schon gesagt. In diesem Moment ging die Tür auf. Ich hielt den Satz, jemand wird abwechselnd rot und blass, immer für eine Redensart. An Hartmann habe ich es tatsächlich erlebt. Als Mandel ihn draußen zu warten bat, dachte ich für einen Moment, hoffentlich brennt er uns nicht durch. Aber diese Art Unlust, mit uns zu reden, ist im Fall Ristau nicht vorgekommen. Bis zuletzt nicht. Fräulein Bach, wenn Sie Scheu haben, offen über Ihr Verhältnis zu Heidi Ristau zu sprechen, sie ist Opfer eines Verbrechens geworden. Aber was soll ich denn noch sagen? Heidi Ristau verfügte über eine Geldquelle. Was wissen Sie darüber? Über sowas hat sie schon lange nicht mehr mit mir geredet. Privatsachen und so. Schon lange? Wie lange? Ungefähr. Halbes Jahr. Und vorher? Sie hätte einen älteren Freund, der sei spendabel. Gerhard Tessmer war nicht damit gemeint. Nein. Außerdem ist er knausrig. Aber sie hat ihn um den Finger gewickelt, der war doch blind. Sie mochten Heidi Ristau nicht besonders schön. Nein, das stimmt nicht. Fräulein Bach? Naja, vielleicht die letzte Zeit nicht, aber als wir hier beide anfingen, da war die ganz anders, die war richtig schau. Und dann, ich weiß auch nicht, der... Ja? Und dann? So schnippisch, die Kunden angeblafft und der Chef, der war nur Hartmännchen und jedes dritte Wort war der Scheißladen hier. Entschuldigen Sie bitte. Na nun, beruhigen Sie sich mal, Frau Sibylle. Jetzt kommen Sie sich wohl ganz gemein vor, was? Ja, denn so war es ja gar nicht. Sie haben sich nichts vorzuwerfen. Vielen Dank. Herr Hartmann? Mandel begann mit Belanglosigkeiten, klopfte dann die Aussagen Hartmanns während des ersten Gesprächs mit Noack ab und Hartmann schien sichtlich erleichtert. Sagen Sie, Herr Hartmann, wer hat eigentlich die Bücher geführt, bevor Kollegin Ristau sie übernahm? Fräulein Bach hat sich wohl beschwert. Sie hat die Bücher geführt. Aber was für Fehler.
gegenüber Heidi wie Tag und Nacht. Und diese Klaue. Hier werfen Sie mal einen Blick in unser Wareneingangsbuch. Fräulein Rister hat unseren Ermittlungen zufolge fabrikneue Elektrogeräte im Schnitt zu 50% des Ladenpreises unter der Hand verkauft. Zum Beispiel einen Brotröster EVP 38 Mark zu 20 Mark. Ach, der Toaster. Sie wussten also davon? Ja, es wäre einfach, jetzt Nein zu sagen. Sie kann sich nicht mehr wehren. Aber ich stehe dazu. Ja, ich habe es gewusst. Der Toaster war als gestohlen abgebucht worden. Später entdeckte ihn Heidi zwischen Leergut. Behalt ihn, habe ich gesagt. So, nun wissen Sie es. Und der Elektrorasierer? Bitte? Der Elektrorasierer und die anderen Artikel. Na, Sie wissen schon. Bitte zeigen Sie uns sämtliche Verlustprotokolle des letzten Jahres. Heute hat Hartmann noch nicht die Hälfte seiner Strafzeit verbüßt. Ob ihm je seine moralische Schuld, die Folgen seiner Schwäche, seiner Willenlosigkeit recht bewusst geworden sind? 12.000 Mark Unterschlagung, wovon Heidi Ristau ein Drittel Anteil hatte. 12.000 Mark in Form von Kühlschränken, Waschmaschinen und auch Groschenartikeln. Dafür sitzt er ein. Aber bei aller verschärften Strafzumessung, dass er einen jungen Menschen verdorben hat, ja, indirekt mitschuldig wurde an dessen Tod, das bleibt ohne Ahndung. Das bleibt ihm. Das Gesetz kann und will dem Menschen nicht alles abnehmen. Um es kurz zu machen, meine geheime Rechnung, übers Wochenende wieder zu Hause zu sein, schien nicht aufzugehen. Köster, Tesma, Hartmann, der Optiker. Zum Rastplatz an der Autobahn bei Ortrand führte keine Spur. Mein letzter Einsatz an diesem Freitagnachmittag betraf eine Routinehandlung. Alibi überprüfen. Dienstag früh? Ja, das stimmt. Die Kühltruhe in der Fleischabteilung. Wo haben wir es gehabt? Hinten im Lager. Wann ist Herr Tesma hier gewesen? Kurz nach 7. Aha. Und wieder, wie in der Raststätte Freien Hufen, war ich im Begriff zu gehen. Die Verkaufsstellenleiterin dirigierte bereits wieder einen Lehrling vor ungestapelte Büchsen grüner Bohnen und draußen hielt ein Fünftonner mit Bier und Brause. Ich dachte, vielleicht hat sie gar nicht richtig zugehört bei dem Trubel. Ich fragte noch einmal. Ja, das stimmt schon. Dienstag früh. Vergangenen Dienstag. Vergangenen Dienstag, ja. Und die Reparatur dauerte bis 9. Na schön. Ich habe ein bisschen aufgerundet. Soll nicht sein, aber Herr Tesma hat mich drum gebeten. Also bis wann? Bis 7:15. Noch hatte das nichts zu bedeuten. Zerstob das Alibi mit der Panne allerdings genauso. Dann sah es mit Tesma böse aus. Ich nahm ein Taxi und fuhr nach Weißensee. Es war 3:15. Sie meinen den Trabant vom Kollegen Tesma? Ja, das stimmt. Ich glaube Verteilerpanne. Ich habe den defekten Verteiler im Lager vereinnahmt. Augenblick, die Quittung für den neuen Verteiler. Tesma hätte sie glatt vergessen. Ich sag noch, willst du dein Geld nicht zurück, aber er wollte... Wann war das? Mittwoch. Oder Donnerstag. Die Panne? Nein, als er mir die Quittung gab. Die Panne war am Dienstag. Steht ja auch auf der Rechnung. Hier. Ja. Das Datum stimmte. Und trotzdem alarmierte ich Mandel und Noack und zu dritt warteten wir abseits vom Gebäude auf Tesma. Und als er kam, war er weder erschrocken, noch spielte er den Ahnungslosen. Unterwegs wurde kein Wort gesprochen. Wir führten Tesma in Mandels Dienstzimmer. Er setzte sich, langte nach seinen Zigaretten, aber steckte sie gleich wieder ein. Sie können rauchen. Herr Tesma, Sie haben uns falsche Auskünfte gegeben. Erstens waren Sie am Dienstag statt 9 Uhr bereits 7.15 Uhr mit der Reparatur in Pankow fertig. Und zweitens, Sie hatten einen Defekt am Verteiler Ihres Wagens, aber nicht in Pankow. Diese Rechnung hier stammt vom Autohaus Richter in Ortrand. An der Autobahn nähe Ortrand wurde Heidi Ristau am Dienstag ermordet aufgefunden. Ich wäre zu Ihnen gekommen. Bestimmt. Ich wäre bestimmt gekommen. Ich wollte es ja los sein. Jeder Kriminalist, jeder Untersuchungsrichter kennt das, diese Geständnisexplosion. Und oft gerade bei wortkargen Menschen. Weg mit der Bürde und jetzt drückt sogar Belangloses, nicht zur Sache gehörendes, Unwichtiges. So war Tesma. Ich hatte keine Ruhe.
Ich wollte wissen, wann Heidi aus Tiendorf zurückkommt. Da bin ich von der Kaufhalle ins Elektrogeschäft, wo Heidi arbeitet, und hab Sibylle gefragt. Und die sagt, die Heidi schwindelt doch, merken Sie denn das nicht? Die war gestern Abend mit Alfie verabredet, die ist bestimmt mit dem nach Teupitz auf seine Datsche. Na, ich denke, ich werd verrückt. Und da bin ich los. Unterwegs fing der Wagen an zu spucken, so habe ich ihn gedroschen. Er kam nach Teupitz, kannte aber das Grundstück nicht. Er fragte herum. Was sich dann abspielte, kann nur vermutet werden. Heidi Ristau muss Tesma gesehen haben. Eine Mischung aus schlechtem Gewissen und Angst ließ sie fluchtartig das Haus verlassen. Als Tesma endlich gefunden hatte, wonach er suchte, klingelte und niemand öffnete, gab ihm ein Nachbar Bescheid. Da sei niemand. Das Fräulein sei weg, nach dem Wald zu. Über die Koppeln vielleicht vor 5 Minuten. Ich starte. Der Wagen kam nicht. Ich hab fast die Batterie leer gestartet. Dann bin ich zur Autobahn, zur Auffahrt, und da stand ein Schwerlaster. Die verstauten gerade Werkzeug. Ich hab denen Heidi beschrieben. Und die sagten mir, die ist mit einem Sattelschlepper in Richtung Dresden mitgefahren. Aber er hatte Zeit verloren. Und außerdem musste er jetzt den Wagen schonen. In Freienhufen hatte er sie dann entdeckt. Allein in der Fahrerkabine des Skoda. Zerrissene Strumpfhosen in der Hand, der Stacheldraht von den Koppeln. Komm, hab ich gesagt, ich fahr dich nach Tiendorf und unterwegs, da reden wir in aller Ruhe. War sie einverstanden? Zuerst nicht. Als sie mich sah, war sie erschrocken. Herr Tesma, hatten Sie zu diesem Zeitpunkt die Absicht... Nein, nein, sowas habe ich nie gedacht. Ich wollte das alles doch nicht. Und weiter. Sie fuhr also mit Ihnen? Sie wollte unbedingt dem Fernfahrer Bescheid geben. Sieht der doch, dass du weg bist, habe ich gesagt. Da hat sie die zerrissene Strumpfhose rasch unter die Liegebank verstaut. Unterwegs fing sie ganz von allein an, dass sie mit Alfie nichts hätte und da sollte ein Konzertmensch kommen. Ich sage, hör auf! Für nichts und wieder nichts reißt er sich kein Bein für dich aus. So teure Klamotten, die fallen doch nicht vom Himmel. Und da sah ich die Schuhe. Ich habe angehalten. Der Rastplatz war ganz leer. Er hielt an. Zeig mal die Schuhe, sagte er. Es wären billige Treter. Ich sage, zeig her. Da rannte sie weg und verlor den linken. Den rechten. Und ich sah mir den Schuh an. Sie hatte mich wieder belogen. Es waren ganz neue, teure Importschuhe. Da war ich so wütend, da habe ich den Schuh genommen und ihn weggeschleudert und da ist sie auf mich los. Ich habe nie gedacht, dass sie solche Kraft hätte. Sie trat mich, zerrte mich am Haar, nur weil ich den blöden Schuh da... Na und da... Ich wollte sie nicht. Wirklich. Ich wollte sie doch nicht. Im Prozess hat dann der Sachverständige diesen Teil der Aussage Tesmas durch sein wissenschaftliches Gutachten untermauert. Für die Urteilsfindung war das von großer Wichtigkeit. Auf dem Rückweg, wie von allen Hunden gehetzt, streikte dann endgültig der Motor. In einem Autohaus in Ortrand kaufte Tesma einen neuen Verteiler. Und nicht um 11, wie er angegeben hatte, sondern erst gegen 2, war er wieder in Berlin. Tesma wird 30 sein, ehe er das Strafvollzugskommando verlassen kann. Das Verhör ging bis in die Abendstunden. Ich hab's nicht gewollt. Sie war ein prima Mädel. Sie war mal ganz anders. Früher. Na, kommen Sie, Herr Tesma. Die roten Schuhe. Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Dramaturgie Gerhard Rentsch. Es sprachen Peter Reusse, Christoph Engel, Ingolf Gorges.